Ich grüße dich. Servus. Schön, dass du wieder etwas Zeit hast, deine Seele besser kennenzulernen. Für was brauchen wir überhaupt eine Seele? Oder was ist ihre Hauptaufgabe? Ich habe das so erklärt bekommen von der geistigen Welt oder von meiner Seele, dass ohne Seele könnten wir die Materie nicht so erfahren und erleben, wie es uns jetzt möglich ist. Ohne Seele wäre es gar nicht möglich, unterscheiden zu können, was ist gut, was ist weniger gut. Ohne Seele könnten wir keine Gefühle empfinden. Darum haben auch Tiere Seelen. Auch sie haben Gefühle. Ein Gegenstand, ein Tisch, ein Bett, ein Kasten, sie haben keine Seelen, aber sie haben einen Deva, so nennt man das. Sie haben auch ein Eigenleben. Ich bezeichne es als Deva. Du kannst auch im Internet noch nachschauen, was es genau bedeutet. Ich habe hier eine Zeichnung gemacht, die der eine oder andere von euch vielleicht bereits schon kennt. Hier haben wir die Urquelle oder auch Gott. Und aus diesem Bereich entstehen Seelen. Und die Seele, bevor sie hier auf die Erde kann, darf, muss sie gewisse Stationen durchlaufen. Also das kann zum Beispiel Sirius sein und das kann Neptun sein. Und dann heißt es eben, wir haben einen Heimatplaneten. Und auf diesem Heimatplanet haben wir viel gelernt, bis wir auf die Erde können. Wir sind vielleicht mehrere Stationen durchlaufen. Wir waren auf Sirius und auf Neptun, bevor wir auf die Erde durften. Oder wir haben nur einen besucht und sind dann direkt auf die Erde. Das ist von Mensch zu Mensch, von Seele zu Seele ganz verschieden. Und darum kommt es auch vor, dass Menschen mehrere Heimatplaneten oder einfach Planeten haben, Heimatplaneten haben, aber immer einen Hauptheimatplanet. Das heißt, dort ist die Seele einfach am längsten gewesen. Und ich kenne meinen Heimatplaneten gar nicht. Ich brauche es auch gar nicht wissen. Vielleicht erfahre ich es mal, aber es interessiert mich jetzt nicht wirklich. Ja, ist so. Ich habe gerade nachgeschaut, warum es so ist, weil viele Menschen interessiert es und sie wollen es wissen und das ist absolut okay, weil es hat auch mit einem gewissen Verständnis für uns selbst zu tun. Ich bin da ein bisschen anders. Okay, ist halt so. Und was ist die Hauptaufgabe der Seele? Sie hat ja mehrere Aufgaben. Es ist ja nicht so, dass du nur wegen einer Aufgabe hier auf der Erde bist. Du hast mehrere Aufgaben. Aber was ist die Hauptaufgabe der Seele? Um sich selbst zu erfahren, sich selbst zu entdecken. Gott oder die Urquelle hätte nicht die Möglichkeit, sich so zu erleben, als wie wenn ein Teil von sich, einen Aspekt von sich, löst, nicht trennt, löst, um dann in Materie einzukehren, um Erfahrungen zu sammeln. Verschiedenste Vorleben, die du hattest, sind ganz, ganz wichtige Erfahrungen. Die Leben, die du vielleicht in der Zukunft haben wirst, vielleicht gehst du aber gleich nach diesem Leben direkt nach Hause, um sich zu entwickeln, sich zu erfahren. Und die anderen Aufgaben, die hängen dann jeweils vom Leben ab, von deiner Aufgabe, was du in diesem Leben hast,
was ich damit sagen mag. Der eine ist der Heiler, der andere der Botschafter. Wiederum andere haben gar nichts mit der geistigen Welt am Hut. Sie leben anders. Weißt du, was ich meine? Und so geht es auch darum, wie sieht gerade dein Leben aus? Was hat deine Seele gerade in diesem Leben vor? Und das Interessante ist, dass in diesem Leben, und das gab es noch nie in deinen Vorleben, die Seele den Lebensplan nicht fertig geschrieben hat. In anderen Vorleben wusste sie, jetzt kommt das, dann möchte ich das erfahren und dann jenes und mit 80, 50, 30 werde ich dann sterben, werde ich dann den menschlichen Körper verlassen. In diesem Körper ist das, in diesem Leben ist das ganz anders. Die Seele hat bis zu einem gewissen Grad den Lebensplan geschrieben, für die einen bis zum 20. Lebensjahr, für die anderen 26, andere 30, andere 60, je nachdem. Und dann hat sie es offen gelassen, weil sie selber noch nicht wusste, ja, wie entwickelt sich dieser Mensch? Wie wird denn das jetzt auf der Erde mit diesem ganz besonderen Umbruch und Wandel? Ich lasse das jetzt mal offen und schaue, wie sich der Mensch entwickelt und dementsprechend entwickelt sich die Seele weiter, dementsprechend kann die Seele Hilfe holen, wenn der Mensch das braucht oder nicht. Alles offen. Wir entscheiden, wann wir diesen Körper verlassen. Wir entscheiden, ob wir gesund bleiben oder eine Krankheit uns holen, um uns zu entwickeln. Wir haben keine Krankheit, wir holen sie uns. Auf das Thema Krankheit bzw. Gesundheit, Beziehung und Alltag gehe ich dann im nächsten Video ein. Aber jetzt mache ich das Seelenchanneling für dich. Bis gleich. Tschüss. Deine Seele, ich bin. Und ich freue mich so sehr, mit dir, durch dich, dieses Leben erfahren zu dürfen. Es ist das ultimative Leben. Was bedeutet Beziehung für mich? Beziehung ist Leben für mich. Egal ob zwischenmenschliche Beziehung, Beziehung zu Natur oder Tieren, ohne Beziehung geht es nicht. Die Dualseelen, die Seelenpartner, wie auch immer diese Seelen genannt werden, zu denen du Beziehungen pflegst. Die Namen sind nicht von Bedeutung, sie sind aber wichtig für dein Verstehen können. Ich kenne hier keine Unterschiede. Und doch fühle ich mich wohl mit all den Gefühlen, die du empfindest, die du als Mensch manchmal als negativ titulierst oder manchmal öfter als negativ titulierst, je nachdem, wie dein Tag verläuft. Doch sehe ich, dass du dich sehr bemühst in deiner Entwicklung, in der Entwicklung mit mir, in deinem Körper. Ich bin deine Seele und darf nun deinen Körper zu 100% auskosten, ausfüllen, erfahren, erleben. Dies
war in keinem deiner Vorleben möglich. In anderen Vorleben habe ich deinen Körper als Kind, als Baby zu 100% ausgefüllt. Dann waren es nur noch 8 oder 10% und dann mal 12 und wieder 8%. In diesem Leben, als Kind, als Baby zu 100%, dann wurde meine Energie durch dein weiteres Leben zurückgeschraubt auf 50, 40 oder auch 10%, aber jetzt koste ich deinen Körper zu 100% aus, sind wir verbunden zu 100%ig in deinem Sein. Kann, in deinem menschlichen Körper existieren kann. So ist es dir auch in der Zukunft mehr möglich, die 12 DNA zu nutzen, denn aktiv sind sie. Doch du wirst lernen, so wie auch ich, mit diesen umgehen, denn dein menschlicher Körper hat so viele Möglichkeiten, die er dir zeigen und entwickeln wird durch die 12 DNA. Nachts, wenn ich reise, deinen Körper verlasse, treffe ich auch andere Seelen, die Sternenfreunde, und durch besondere Träume erlebst du dieses dann oft mit. Denn ihr Menschen seid nicht allein auf dieser Erde. Es gibt nicht nur Tiere, Pflanzen, andere Menschen, sondern auch Sternenfreunde, die ebenso eine Seele haben, die ebenso aus der Urquelle stammen. Ob sie dir wohlgesonnen sind oder nicht, entscheide nicht ich, sondern der freie Wille des Menschen. So ist bewusst sein für mich wichtig. Ich kann mir selbst bewusst sein, mich erleben und erfahren durch zwischenmenschliche Beziehungen. Beziehung ist mein Leben. Gefühle sind für mich oberste Priorität. Ich empfinde Gefühle anders wie du als Mensch. So versuche auch gewisse Gefühle umzubenennen. Und du wirst Veränderung spüren. Ich bin bei dir und freue mich über das weitere Leben enorm. Mit dir. Was mir jetzt gerade noch beim Channeling, während des Channelings aufgefallen ist, eingefallen, oder vielleicht war es auch ein Input von der geistigen Welt, Wasser trinken. Also heute wäre ein Tag oder morgen, je nachdem, wann du dieses Video hörst, trink mehr Wasser. Wir sollten sowieso mindestens 1,5 Liter am Tag trinken, aber trinke wirklich 3-4 Liter, wenn es dir möglich ist. Hör auf deinen Körper, er sagt dir, was er braucht. Erfülle deine Seele, sie sagt dir, was ihr gut tut. Wichtig ist, dass du ein bisschen mehr trinkst als wie üblich. Ob dieses Wasser informiert ist oder einfach reines Wasser, vielleicht hast du sogar eine Quelle in deiner Nähe. Auch da, höre auf deinen Körper, er sagt dir, welches Wasser er braucht. Alles Liebe auf diesem Weg, bis zum nächsten Mal. Tschüss.